Dieser Supermarkt wurde bedroht, nicht etwa für Geld, sondern weil er russische Lebensmittel verkauft. In diesem Fall handelte es sich um eine 28-jährige Ambergerin mit polnischer Staatsangehörigkeit. Die Täterin argumentierte, mit dem Verkauf dieser Produkte würde der Inhaber Alexander Jolowitsch Putins Krieg finanzieren. Nur die Nahrungsmittel sind zwar russischer Rezeptur, kommen aber gar nicht aus Russland. Wir können nicht die Würste, Milchware bekommen von Russland oder von Ukraine zuerst, das ist zu teuer. Und MHD zu kurz, das ist nicht möglich. Laut Oberpfälzer Polizei nehmen die Straftaten gegen russische Mitbürger aktuell nicht zu. Einzelne Delikte gäbe es aber. Immer wieder sind vor allem russische Supermärkte betroffen. Immerhin, seit der Anzeige bei der Polizei war es im Alma-Markt in Amberg wieder ruhig. TV Bayern Live zeigt Ihnen Bayern von seinen schönsten Seiten. Immer samstags 17.45 Uhr auf RTL Bayern und sonntags auf allen 14 bayerischen Regionalsendern. Und im Anschluss in den sozialen Netzwerken und auf TV Now.